So, begrüßt hatten wir uns. Wir waren gestern unterwegs und haben uns diesen ganzen Kram mal in der Praxis angeguckt. Es ging darum, wir haben diese Höhe hier ausgemessen und hier diese Terrassen, die haben wir auch ausgemessen, da haben wir uns eine geschnappt und da gibt es jetzt gleich mal die Maße dazu. Die 3 Meter stimmten nicht. Das betraf eigentlich den Sims. Wir hatten diesen Löwen, der war tiefer und ich mache dazu aber eine Arbeitsskizze, dann geht das nämlich 10-mal besser. Arbeitsskizze. Naja, mal sehen. Erstmal sehen, ob wir die kleiner machen können, dann reicht das vielleicht aus. Also, hatten wir hier eine Höhe und dann haben wir ja gesagt, wir legen diese Terrassenstufe, obwohl sie überhaupt nicht reinpasst, legen die dann einfach da rein. Das heißt, hier haben wir zwei senkrechte Linien, die sind dementsprechend parallel zueinander. Das Peilen haben wir mit einer Wasserwaage gemacht, bis auf einen Grad genau, das ging. Und jetzt bitte die Werte. Wie hoch war der Löwe? Der Löwe war 2,58 Meter. 2,58 Meter, genau, danke. Jetzt hatten wir diese Horizontale ausgemessen. Wie lang war die? 5 Meter. Glatt 5 Meter. Und jetzt kommt noch die Treppenstufe. 16,5 Zentimeter. 16,5 Zentimeter. Jo. Der Rest ist jetzt einfach. Jetzt müssen wir bloß das entsprechende ins Verhältnis setzen. Also, ich mache das mal bunt. Wir kennen ja, Ditte verhält sich zu Ditte, ne? Wie das Ganze und so weiter. Fangen wir mal an mit Rot. Schreiben wir mal 5 Meter verhält sich zu 16,5 Zentimeter. Ruhig so hinschreiben mit allen Maßeinheiten. Dann weiß man nämlich hinterher, was man gemacht hat und kann nichts mehr passieren. Jetzt nehme ich mal hellgrün. Wir wollten ja sagen, hier das Ganze. Also von hier genau bis dahin zu dem. Und das Ganze, wie drücken wir das Ganze aus? Das Ganze ist, hier haben wir nämlich ein Ding, das wissen wir noch nicht. Nämlich von hier bis hier. Das ist x im Moment. Wie drücken wir demzufolge das Ganze aus? Wir haben angefangen mit 5 Metern. Also müssen wir jetzt wieder auf dem Strahl bleiben. Sag mal. Genau. X plus was? Aha. X plus 5 Meter zu, ja genau, 2,85, 5,8 Meter. Und dann haben wir es. Gut. Wer jetzt an der Stelle Mist macht und sagt, naja, dann kann ich mal schon umstellen, der wird irgendwann mal richtig bestraft werden. Was passiert? Ich mache mal in Schwarz weiter. Ich möchte das x alleine haben. Also nehme ich den ganzen Mist mal 2,58 Meter. Ich bin jetzt mal ganz stur. Dann steht hier 5 Meter mal 2,58 Meter geteilt durch 16,5 Zentimeter ist gleich. Was ist jetzt übrig geblieben? X plus 5 Meter. Jetzt wieder stur bleiben. Minus 5 Meter. Um Gottes Willen nicht die 5 Meter hier oben auf den Bruchstrich dann draufschreiben, denn sonst gibt es Ärger. Also habe ich hier 5 Meter mal 2,58 Meter mal 5 Meter. Quatsch. Schwupp. Na, komm. Das Ganze durch 16,5 Zentimeter minus 5 Meter. Das muss extra genommen werden. Ist gleich x. Und dann habe ich es raus. Jetzt kriege ich aber spätestens hier ein Problem. Ich muss hier irgendwie in dem ersten Term Meter rauskriegen. Zentimeter geht nicht. Also schreibe ich das ganze Ding um und sage, das sind 0,165 Meter. Und jetzt kann ich, weil es hier ein Produkt ist, kann ich kürzen. Summen kürzen wie dumm. Also hier nicht kürzen, nicht zu den hinteren. Ne? Jetzt fallen die Meter raus. Hier vorne bleiben Meter übrig. Der Rest ist Taschenrechner-Trick und das rechnen wir jetzt mal bitte aus. Wir hatten gestern geschätzt, naja, das ging so um die 120 Meter bis 60 Meter und sonst was. Das heißt also mit unseren 73,18 Periode 1,8 Metern, was wir jetzt hier ausgerechnet haben, also hier, das haben wir ausgerechnet und das ist das Ergebnis. So weit waren wir von diesem ollen Gebäude hier, von dem Löwen entfernt. Das ist der Haken da dran. Es gibt noch mehr, wir haben uns dann mit anderen Dingen beschäftigt, ne? Es gibt noch mehr Varianten, was man noch alles machen kann. So, das bis dahin erstmal. Aber eins habe ich gemerkt in der Leistungskontrolle. Beim Umformen solcher Gleichungen, da gab es Schwierigkeiten. Und das wird heute auch mit immer wieder Thema sein, weil da müssen wir ran. Das darf nicht schief gehen. Wir haben jetzt Folgendes gemacht, und zwar mit überstreckt. Ich zeige euch dann noch, wie es geht. Wenn man über den überstreckten Arm, ausgestreckten Arm, über den eigenen Daumen peilt, ist das nebenbei gesagt immer, mal merken, 2 Grad. Ein Winkel von 2 Grad. Bei jedem Menschen gleich. Oh. 2 Grad, Winkelgrad meine ich. Aber darum geht es jetzt nicht. Daumen ausgestreckt heißt, jetzt zeichne ich mal Strecken ein. Der Daumen, in meinem Fall mein Daumen, das sind 2,5 Zentimeter gewesen.
Überstreckte Länge bis zum Daumen sind 75 cm. Das ist mein persönliches Maß. 75 cm. Und von dem Menschen, den wir jetzt gemessen haben, die Kopfbreite, die waren 20 cm. Wir nehmen es jetzt mal so glatt an. Gefragt ist, wie weit ist das hier? Das von hier bis hier. Diese Strecke hier. Darum geht's. Stellt mal eine Verhältnisgleichung auf. Also Arbeitsskizze ist hier die kleine. Anhand der Arbeitsskizze kann man dann loslegen und kann sagen, 75 cm verhält sich zu 2,5 cm. Genauso wie, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, wir haben mit den 75 angefangen, jetzt müssen wir mit der Gesamtlänge anfangen. Sagen wir zu dem Fragezeichen x, dann sind das 75 cm plus x zu 20 cm. Das jetzt umstellen und dann klappt's. Wir haben rausgekriegt, nach allen Umstellen und Berechnungen kürzen, das möchte ich jetzt gar nicht fortführen, 5,25 Meter, ich habe es dann abgeschritten, passte wunderbar. So kann man das machen. Ein typisches anderes Beispiel ist auch, beim Militär muss man als Infanterist, also als Fußlatscher, muss man verschiedene Dinge auswendig lernen. Da gibt es ganze Tabellen, dass man von feindlichen Autos die Längen alle im Kopf hat. Warum? Kann man sich schon vorstellen, wenn ich jetzt hier so einen LKW mal andeute, und ich weiß grundsätzlich, ich gucke bloß den LKW an und sage, jawohl, der steht relativ senkrecht zu mir. Und ich weiß, der ist meinetwegen genau 12 Meter lang. Dann kann ich das mit dem Daumen und der ganzen Geschichte immer wieder machen. Aber jetzt gibt es noch was. Militärische Ferngläser haben im Blickfeld Folgendes. Und das macht man auch Jagdgläser und so weiter. Die haben da so eine Einteilung. In der Mitte noch einen Strich und dann verschiedene Striche. Und jetzt kann man sich vorstellen, warum. Die nutzen eigentlich nichts anderes, als dass sie sagen, bekannte Längen, die passe ich hier ein. Also zum Beispiel, wenn im Blickfeld dieses Fernrohrs ein Auto irgendwie so erscheint, dann sieht man, aha, das sind meinetwegen 10 Striche und 9 werden überdeckt und dann kann man entsprechend wieder rechnen. Das ist der Hintergrund. Denn Infanteristen sind immer die Typen, die letzten Endes auf irgendwas schießen müssen. Ja, und wenn sie das Visier nicht richtig einstellen, dann geht der Schuss daneben. Also entweder oben drüber oder davor und das wäre alles nicht in dem Sinne des Erfinders. Jetzt nehmen wir mal eine friedliche Anwendung. Ich habe hier ein Gerät mit und das werden wir dann gleich ausprobieren. Das hat folgendes Sichtfeld. Ich gucke selber nochmal durch, damit ich die richtige Seite nehme. Yards und Meter und Green. 200, ja gut, wir nehmen Meter. Da sieht das Sichtfeld so aus. Das ist ein kleines Monokular, das heißt also ein einäugiges Fernröhrchen. Da habe ich auf der einen Seite, hier unten steht das Wort Green. Warum, sage ich gleich. Und hier habe ich eine Skala, und da sind verschiedene Meter. Und hier drüben Yards, ich pfeife mal auf die Yards, die brauchen wir jetzt nicht. Und da steht zum Beispiel unten, Stand, Momento, 50, 75, ja. 50, 75, 100, 150 und 200. Und zwar, jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Das Ding ist zum Golfspielen gedacht. Mir ist das mit dem Golf egal. Green heißt, man sollte, wenn man durch das Ding guckt, hier die Rasenkante anliegen lassen. Und dann guckt man nach irgendwelchen Fahnen, die im Gelände rumstehen, damit man abschätzen kann, wie weit man schießt. Und jetzt wird eigentlich auch klar, Strahlensatz kommt schon wieder zur Anwendung. Man weiß genau, dass solche Fahnen, also hier ist dann so ein Fähnchen dran, dass die Fahnen genau 2 Meter hoch sind. Also das sind genau 2 Meter Höhe. Dann kann ich also durchgucken und sagen, oh, dann ist die Fahne jetzt 100 Meter entfernt. Also das ist die Meterseite hier. Oder wenn ich weiß, dass ich nur 1 Meter Fahnen habe, wie viel müsste ich dann sagen? Wie viel wäre dann die Entfernung? Wenn ich weiß, die haben bei uns auf dem Platz nur 1 Meter Fahnen und ich gucke trotzdem durch das Ding und sehe hier bei der Marke 100 Meter Entfernung, dass das übereinstimmt, dann müsste ich wie weit entfernt sein bei 1 Meter Stöcken? Ja, genau, 50 Meter, wenn es 1 Meter Stock wäre, aber im Allgemeinen nimmt man 2 Meter Stöcke und wir nehmen dann aber mal einen 1 Meter Stock mit, damit wir das ausprobieren. Was steckt dahinter? Wieder der Strahlensatz. Ich mache das jetzt mal von oben. Also wieder so eine andere Skizze. Ich pfeife mal auf das Gesichtsfeld des Fernglases. Das ist nichts anderes als über den Daumen peilen. Bloß, dass ich nicht über den Daumen peile, sondern durch ein
Röhrchen durchpeile, wo ein Linsensystem und entsprechend dieses Zeug drin ist. So, was mache ich also? Hier wieder Auge. Jetzt wird gepeilt. Hier die Skala. Und hier entsprechend das Gerät, allerdings parallel. Nur, dass alles senkrecht steht, ist egal. Man kann sich das auch senkrecht vorstellen. Ist genau das gleiche Prinzip, nur durch die Optik vergütet. Und das gucken wir uns jetzt gleich in der Praxis an. Noch irgendwelche Fragen zum Strahlensatz? Bis dahin erstmal. Das ist jetzt alles Praxis, was wir machen. Viel Praxis. Wir können dann noch theoretische Aufgaben mit, wie breit ist der See und wie hoch ist die Brücke und sowas. Da können wir alles noch machen, die auch praktisch angelehnt sind. So, wir waren jetzt draußen, jetzt haben wir noch Folgendes ausgemessen auf unserer, das ist die, nee, Nikolaikirche war die andere, das ist die? Nikolaikirche, Nikolaikirche, danke. Da haben wir oben auf dem Dach solche Kupferkugeln, dann wahrscheinlich irgendwelche Dokumente und so weiter versteckt. Wir haben in unserem Entfernungsmessschätzgerät hier, Schätzeisen, was ja sagt, auf 2 Meter geeicht ist es, haben wir Folgendes gesehen, dass nämlich die Kugel, deren Durchmesser wir haben wollten, nur die Hälfte bis zur 200 Meter Linie abdeckt. Jetzt haben wir durch grobes Schritte auszählen und so weiter gemerkt, dass es 45 Meter bis zum Inneren des Turms sind und wir wissen genau, dass der Turm der Nikolaikirche 75 Meter hoch ist. Gesucht ist der Durchmesser der Kugel. Macht man noch schnell was draus? So, wir haben jetzt die Peilentfernung P hier, die haben wir erstmal schnell ermittelt. Denn von hier aus haben wir nämlich geguckt mit unserem Gerät, unserem Guckgerät, wo ja diese Einteilung drin ist. Und jetzt können wir, weil wir ja jetzt nicht schätzen müssen, können wir ja Folgendes sagen. Wir können sagen, D-Kugel, ich schreibe mal DK, verhält sich zu einer Entfernung von 100 Metern. Wie? Oder wie machen wir es? Stellt ihr mal eine Verhältnisgleichung auf, die uns ein genaues Rechnen mit P von diesem krummen Wert, weil wir ja Taschenrechner zur Verfügung haben, ermöglicht. Nochmal, was wäre, wenn auf 100 Meter wäre der Kugeldurchmesser, wenn er genau zur 200 Meter Linie reichen würde? Wie groß? 100 Meter Entfernung und er reicht bis zur 200 Meter Linie. Wie groß wäre dann der Kugeldurchmesser? Also der Kugeldurchmesser wäre im Normalfall bei 100 Meter Entfernung, wäre das 1 Meter, also die Kugel. Und jetzt müssen wir aber das alles hier richtig mathematisch aufstellen. Also bei 100 Meter, ich schreibe es mal in Worten, aber das ist noch keine Gleichung. Bei 100 Meter Entfernung wäre Kugeldurchmesser, wäre dk gleich 1 Meter. Jetzt haben wir aber nicht 100 Meter Entfernung, sondern wir haben nur 87 Meter Entfernung. Und trotzdem hat die Kugel... Wir haben es geeinigt, wir haben verschiedene Leute durchgucken lassen, die Hälfte. Setzen wir noch einen drauf. Bei 100 Meter Entfernung wäre die Hälfte, also bei 100 Meter Entfernung, wäre DK Hälfte nur 50 cm. Logisch? So wie hier gesehen. Aber das sind keine 100 Meter. Und wie können wir das jetzt machen? Also das hier... Das ist noch nicht sicher. Macht man eine Verhältnisgleichung aus diesen Fakten. Also, wir haben es hier mit umgekehrter Proportionalität zu tun. Jetzt nicht mit der typischen Verhältnisgleichung mit Quotientengleichheit, sondern hier haben wir es mit Produktgleichheit zu tun. Wenn ich weiter weggehe, habe ich 50 cm. Wenn ich näher rankomme, muss daraus folgen, nicht x, sondern das echte dk, dann muss der Durchmesser der Kugel noch ein Stückchen kleiner sein. Tippt das mal schnell ein. Also, ich muss noch durch 87,5 Meter teilen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Mal schnell. Wir haben jetzt, das ist natürlich eine vorgetäuschte Genauigkeit hier. Vorgetäuscht, weil so genau waren die Schrittlängen nicht und so weiter und so fort. 57 cm muss der Durchmesser der Kugel sein. Das war jetzt ein bisschen verrückt, weiß ich. Im normalen täglichen Gebrauch werden wir uns mit solchen Strahlensätzen beschäftigen. Also die typischen Fälle hier und dann nochmal in Farbe die ganze Sache. Ditte zu Ditte und das Ganze zu dit und so weiter und so fort. Das ist in der nächsten Zeit unser täglich Brot. Bestenfalls noch, kleinen Moment, bestenfalls noch, dass wir das über Kreuz mal machen. Also nehmen wir jetzt mal das zu dem, wie und jetzt Achtung auf dem Strahl bleiben. Ne? Also hiermit angefangen zu hiermit angefangen zu hier. Auf dem gleichen Strahl. Nicht versuchen auszuweichen. Gut, Damen und Herren,
Ansonsten ist es eine schöne Pause. Und denkt an die Hausaufgabe, die brauchen wir.